auf. Ich lasse mich richtig auf diesen Herbst ein. Ich war noch nie so in der Mut. Es gibt eine 10 von 10. Ehrlich? Ja, schön. Guten Morgen. Es ist wieder soweit. Heute hatte ich Lust auf ein Food Diary. Und ich hoffe, ihr auch. Außerdem ist es wieder Zeit für einen Bademantel. Den habe ich schon die ersten Videos getragen. Vielleicht will ich ihn auch deswegen nie wegwerfen. Außerdem ist er noch super in Schuss. Entschuldigt vorab die Lichtverhältnisse. Es ist jetzt 8:30, glaube ich. Und ich bin aufgestanden und hatte direkt Hunger. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht länger warten. Die nächsten Tage toppen können. It's a yes. Schmeckt sehr, sehr geil. Ich hatte auch erst Bedenken, dass das zu wenig bei rauskommt. Aber die Portion ist auch perfekt. Schmeckt so gut. Die Pancakes schmecken an sich einfach schon sehr geil. Also je nachdem, wie faul ihr seid, kann man ja auch einfach so essen. Definitiv nicht meine letzte Packung. Ich zeige das nochmal, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Und was ich noch oben drüber gegeben habe, das habt ihr, glaube ich, gerade nicht gesehen, aber ihr braucht das. Ich werde noch im kommenden Video damit wirklich rumspammen. Pumpkin Spice Agavendicksaft. Es sieht immer noch aus wie 9 Uhr, dabei haben wir es jetzt schon kurz vor 2. Die Pancakes haben gut satt gemacht. Kann ich also auch dahingehend sehr empfehlen. Es war wirklich eine glatte 14 von 10. Und jetzt machen wir auch glatt damit weiter. Ich habe mir wieder einen Kürbis gekauft. Ich lasse mich richtig auf diesen Herbst ein. Ich war noch nie so in der Mut wie dieses Jahr. Ich hatte auch noch ein Rezept über. Das war von dem TikTok-Video, was genau letzte Woche, glaube ich, online kam. Und da hatte ich noch ein Herbst-Risotto gefunden. Ich blende es euch hier auch gerne nochmal ein. Das sieht super, super geil aus. Ich hatte ewig kein Risotto mehr. Und das jetzt mit Kürbis und schon mal wieder hier Weißwein. Der gammelt mir sowieso schon viel von lang in unserem Kühlschrank. Und wird tatsächlich wirklich nur benutzt fürs Kochen. Er schmeckt kein Wein. Außer Lillet. Stimmt, den mag ich ganz gerne. Aber der ist ja auch noch mit Schorle und Obst. Man muss mir den schon schmackhaft machen, dass ich ihn mag. Im Essen finde ich es toll und deswegen legen wir es los. Geht auch ganz schnell eigentlich. Ich liebe Risotto. Und vielleicht ist das etwas für euch diesen Herbst. Hier riecht es nach Knoblauch, hier riecht es nach Parmesan. Hier riecht es einfach herrlich. Ein absoluter Traum. Ich schreibe es euch unten rein. Ihr müsst das nachmachen. Ich jetzt mal gleich an meinen Laptop. Meine WHA wartet nämlich jetzt auf mich. Zum Matcha habe ich mir auch noch eine Feige aufgeschnitten und ich hatte noch ein letztes Stück von der Rahmmandel-Schoki von der Pia damals. Ich finde die so gut. Sobald die auch leer ist, und das ist sie nach dem Stück, hole ich mir auch die zweite, weil die ist wirklich richtig, richtig gut, falls ihr Mandel-Schoki-Fans seid. Jetzt haben meine Haare wirklich den schlimmsten Grad an eklig aussehen erreicht. Ich weiß, sie waren heute schon eigentlich den ganzen Tag ready zum Waschen, aber ich war jetzt gerade noch mit der Freundin joggen. Haben wir jetzt nämlich verabredet für vor einer Stunde. Kann ich mal ein Video einblenden, war auf jeden Fall richtig, richtig schön, weil es hat so ein bisschen genieselt, aber dann kam doch nochmal die Sonne raus und ach, ich
mag doch den Herbst mehr. Ich dachte auch gerade, wie sich die Blätter und so verfärben. Also ich finde, da ist die Natur wirklich am allerschönsten. Ich gehe jetzt duschen und dann geht's auch schon essen. Ich habe nämlich Bärenhunger. Wie viel hast du eigentlich gekauft? Mhm. Anna kauft sich so 8 Packungen gefühlt Kerrygold. 1,50 Euro, könnt ihr es glauben. Von normal glaube ich 3,20 Euro oder so. Also wirklich absurd günstig. Er hatte eigentlich noch 4 Packungen. Wie viel? 3, 4 Packungen mehr? Aber habe ich gesagt, das ist peinlich. Ich mache das jetzt wieder zurück. Ich wollte auch noch andere von dem Angebot Schatz abbekommen. Aber nämlich, alle anderen waren in der Zwischenzeit, in den 3 Minuten, wo ich alle hatte, waren noch irgendwie 8 andere da, die waren in der Zwischenzeit auch schon weg. Das geht weg wie warm ins Ende. Ja, habe ich gesehen bei dir. Wir waren jetzt nämlich noch kurz einkaufen. Wir hatten nämlich jetzt doch nicht genug Gemüse. Ich mag nämlich so Ofengemüse machen, auch wieder mit Kürbis. Ich habe ja noch von heute Mittag über Paprika, Zwiebel. Bin ja gerade voll auf dem Trip. Und dazu wollen wir einfach noch Laugenstangen machen. Und den Tipp habt ihr mir gegeben. Und der war auch im Angebot. Ich habe gleich mal 2 Rollen, die andere finde ich jetzt gerade nicht. 2 Rollen gekauft, dieser Ziegenkäse. Sieht man das? In so Rollen. Und zwar, du hast den Eigenmarkt gekauft und das ist gut, weil, das hätte ich noch gar nicht gesagt, ich hatte letztens mal den gekauft, weil es der Mann gut war. Und ach du. Da wurde mir schlecht von. Ach du hattest schon. Ja, aber der war irgendwie viel zu intensiv, da wurde mir richtig schlecht von dem. Ja, man darf auch nicht zu viel, ja, wir probieren es. Ich wusste gar nicht, dass du schon gekauft hattest. Ja, schon ein bisschen länger. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gegessen. Ja gut, wir können es immer probieren. Dann machen wir den trotzdem mal leer, Schatz. Und dann gucken, können wir gucken. Den ist klar. Wir räumen jetzt erstmal unseren Einkauf auf. Ich hatte auch so Cravings auf Popcorn. Die werden sich heute Abend reingezogen. Es geht schöner, das ist klar. Aber ja, ich hatte einmal Bock auf diesen Ziegenkäse. Den einmal auf meinem Laugenstängchen. Wir haben hinten im Backofen noch 2. Hier ist dann aber das Gemüse. Da ist der Ziegenkäse ein bisschen drauf geschmolzen. Und der Arne will auf seiner Laugenstange Butter, weil er meint, es ist sonst zu viel und ihm wird schlecht. Ich habe übrigens schon vom Jagdkäse abgebissen. Der schmeckt nicht so intensiv, finde ich. Gut. Mm-mm, das ist schwach. Der schmeckt einfach schon ein bisschen wie Gérardmer-Käse. Aber wird den nicht schlecht? Ja, dann muss man ein bisschen weniger von dem richtigen nehmen. Ansonsten schmeckt es sehr geil. Snack, Snack. Ich habe euch ja erzählt, ich hatte übel Bock auf Popcorn. In süß. Wir gucken jetzt nämlich, deswegen passt das schon gut. Lupin. Ich liebe die Serie. Das letzte Mal haben wir die vor 2 Jahren geguckt, als halt die neueste Staffel draußen war. Nun ist es wieder soweit. Wir sind bei der ersten Folge. Ab geht's. Hallöchen, sind natürlich auch ein bisschen blöd, das jetzt in dem Schminken zu machen. Ich gehe jetzt gleich mit einer Freundin ganz spontan Pizza essen. Oh, da freue ich mich drauf. Und sie meinte, ich muss da unbedingt hin, beziehungsweise wir, weil es dort Pistazienpizza gibt. Das machen wir. Der Laden ist in Darmstadt, also auch da, wo meine Uni ist. Ich mache mich jetzt fertig. This is the final look. Heute tatsächlich sehr dunkel. Aber ich dachte, ich passe mich einfach dem Wetter an. Die Anzugshose ist von Bershka, die ist super gemütlich, gefühlt wirklich wie eine Jogger. Und jetzt habe ich doch nochmal das andere Oberteil angezogen. Ich hatte ja davor so ein schwarz-weißes an. Sind beide von H&M, aber ich habe mich jetzt fürs Beige entschieden, sonst wäre es sehr, sehr dunkel geworden. Und dazu eine Lederjacke, die habe ich auch schon länger, die ist von Zara. Habe ich gerade gesagt, ich habe es eilig? Jetzt habe ich mich doch nochmal umgezogen, beziehungsweise nochmal diesen Trenchcoat hier, weil ich es dann doch einfach so ein bisschen stimmiger fand und nicht ganz so dunkel.
weiß nicht, ich habe die Rockhammers doch nicht so gefühlt. Aber jetzt kann es losgehen und ich hoffe, ich kriege noch die Bahn. Die Bahn noch gekriegt und angekommen im Himmel. Meine Freundin ist gerade noch auf Toilette. Und die Pizza kam jetzt. Ich habe eine mit Pistazienpesto bestellt. Sieht nicht geil aus. Mit Burrata, getrockneten Tomaten. Und sie hat hier so eine Avocado-Pizza. Also richtig, richtig nice. Lassen wir uns jetzt schmecken. Beziehungsweise ich warte noch kurz auf sie. Ihr Lieben, Anna ist jetzt auch wieder zu Hause. Ich bin gerade heimgekommen und wir gucken jetzt wieder Lupin weiter. Yes, peace. Peace out, weil einfach coole Serie, einfach cool, cool. 14 von 10, wie meine Pizza heute Mittag. Ich muss euch mal die Pizzeria, das geht jetzt eher an alle Hessen, Leute. Zu spät, die Hesse kommen. Könnt ihr gerne mal googeln, falls in der Nähe ist. Oder ihr mal in Darmstadt sein solltet aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, weil Darmstadt ist schön, aber nicht so schön, um es jetzt extra zu besuchen. Naja, wie auch immer, die Pizza war super lecker. Du, Schatz, du warst nicht dabei, die war toll. Achso, wegen Darmstadt. Ja, ist jetzt nicht so sehenswert. Anne mag Darmstadt nicht wegen dem Fußballverein. Naja, wie auch immer, also die war super lecker und dann habe ich mir jetzt gerade noch Subway-Cookies geholt, beziehungsweise 4 Stück. Den einen habe ich schon im Zug verspeist, weil ich konnte da drin nicht filmen. Also ich wollte, aber es war so voll, auch in diesem Vierer, wo ich saß, das halt Mädchen neben mir. War halt auch super eng in diesem Zug und da wollte ich jetzt nicht noch meine Kamera rausdrücken. Ich hatte aber Bock auf diesen Cookie. Jetzt habe ich hier noch für Arne einen Double Chocolate Cookie. Ich schwöre, Schatz, ich habe da nicht reingebissen. Irgendwie sieht das... das sieht aus, als hätte jemand reingebissen. Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so krass Fan von diesem Double Chocolate, deswegen habe ich mir einmal diesen Smarty und ich hatte einen Macadamia-Keks im Zug, der auch der helle mit dann diesen weißen Schokoladenstückchen, Macadamia-Nüssen. Was willst du sagen? Ne? Muss man nichts hinzufügen, die sind einfach lecker und die bleiben auch einfach. Liebe Spieler sterben. Ich habe mit und dir beide erzählt, eigentlich viel mehr. Das sieht super aus. Ich hatte Lust auf Kürbissuppe. Ich habe euch ja gesagt, ich bin richtig in der Herbstmode dieses Jahr. Und das Rezept kann ich euch gerne mal unten verlinken. Die habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, entdeckt. Die ist vom Chefkoch. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich hatte jetzt tatsächlich keine Zwiebeln mehr da, weil wir die gestern fürs Ofengemüse komplett uff gegessen haben. Und das war auch wirklich eine Zwiebel zu viel tatsächlich. Also die hätte sich jetzt gut in der Kürbissuppe getan, aber egal. Die schmeckt trotzdem ganz gut. Ich habe ein bisschen abgeschmeckt. Und genau, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dabei gucken wir wahrscheinlich noch eine Folge Lupe. Ich habe mich übrigens umgezogen, dass ihr euch nicht wundert. Ich bin ein Frosch. Ich bin auch Frosch. Du bist auch Frosch. Es gibt jetzt noch Apfelchips. Die müsst ihr auch eigentlich schon kennen. Die sind von Koro. Ich habe schon tatsächlich ein bisschen was genascht. Da ist mir aufgefallen, das muss ich euch natürlich noch zeigen. Die sind super lecker. Ihr könnt euch eigentlich auch direkt ein ganzes Koro-Set bestellen. Sowohl das Mandelmus mit Zimt ist jetzt perfekt für diese Herbstzeit. Den Matcha könnt ihr euch direkt mitbestellen. Auch eigentlich direkt diesen Agavendicksaft von DM. Mit direkt dazu. Sag mal, ich richtig gerne die Kombi. Ihr wisst jetzt, wie der geht. Und das sind gerade so meine Favoriten. Und so Erdnuss-Cookies. Die hatte ich aber schon vor dem Food Jelly gegessen. Die sind nämlich so richtig nice mit Erdnussbutter gefüllt gewesen. Ich blende die euch mal ein. Jetzt ging der Akku leer. Ich merke schon, ich soll abbrechen. Ist okay. Arne will jetzt auch bei der Lupin schauen. Ich kann euch mal gern meine gerade Big Four, Five, wie viel ich gerade vorgestellt habe, alle mal unten verlinken. Könnt euch 100% sicher sein, das schmeckt gut. Pistazienmus habe ich auch vergessen aufzuzählen. Also ihr wisst, große Koro-Liebe. Und ihr könnt ja auch wie immer 5% sparen, falls ihr vorbeischauen wollt, neue Herbst-Favorites braucht. Schaut mal vorbei. Ich glaube um 8 Uhr aus der Tür, weil der jetzt noch mal in die Bib gefahren ist.
schreibe Probeklausur. Und ja, ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit meinem Podcast, Wall of X. Und jetzt esse ich noch in Ruhe hier mein kleines Brunch. Dann setze ich mich an die WHA. Dann irgendwann heute Mittag. Ich bin doch an nach Hause und dann wollte ich für uns kochen. Ich hatte richtig Bock auf irgendwie so Korma Chicken oder so. Also irgend so ein indisches Gericht. Butter Chicken. Also irgendwie so, irgendwie in die Richtung. Aber jetzt esse ich erstmal hier mal Ziegenfrischkäsebrot. Und dann sehen wir weiter. Man sagt ja immer, dass mit der Zeit die Partner auch die eigenen Eigenschaften übernehmen. Und Arne ist eine richtige Kleckermaus geworden. Weil ich zum ersten Mal seit 10 Jahren gekleckert habe. Bist du so in die Bib gegangen für die Klausur? Mit dem Fleck hier? Ich lieb's komplett. Ich mache jetzt erstmal Mittagessen. Komm du erstmal an mit deinem Kürbisfleck. Das Wetter macht mich so happy. Es ist so schade, dass ich eigentlich halt gefühlt nur zu Hause sitze. Dieses Video soll nämlich auch schon morgen online kommen, damit es auch noch relativ aktuell ist. Und ja, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Also, Anna guckt heute Fußball den ganzen Tag, ich schneide Video. Einfach ein ganz normaler, langweiliger, cozy Samstag, aber das muss auch mal sein. Vielleicht gehen wir aber später nochmal spazieren. Gerade weil es ab nächster Woche auch ungemütlich werden soll, also dann wirklich nur noch Regen und kalt und ekelig. Das sollte nochmal ein bisschen frische Luft schaffen. Vielleicht. Werden wir sehen. Jetzt mache ich uns aber erstmal was zu essen. Und zwar habe ich jetzt tatsächlich eingekauft für dieses Chicken Korma, aber in vegan. Schauen wir mal, was wird. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Aber ich hatte irgendwie so Bock auf Indisch. Wir haben sowieso halt noch angebrochene Kokosmilch von gestern von der Kokossuppe. Ja. Ich freue mich. Und dazu höre ich jetzt noch Podcast. Volltreffer. Schmeckt so gut. Ich muss euch öfters mitnehmen. Momentan ist alles hier wirklich von einer anderen Welt, oder? Geschmackserlebnis. Perfekt. Ich würde sogar sagen. St. Pauli! St. Pauli! St. Pauli! Du hast dich beruhigt? Ja, ja. Gut. Alles gut. Dieses Chicken Korma bringt auch noch Glück. St. Pauli hat ein Tor geschossen. Naja, ich finde, das ist eines der besten indischen Gerichte, die ich je gegessen habe. Das ist besser, als wenn ich es essen gewesen bin. Hm. Würde ich jetzt mal ganz eklig behaupten. Ich setze euch mal... Sehr gute Gewürzmischung. Ich setze euch mal unten das... Beziehungsweise ich habe es ein bisschen abgewandelt. Das ist nicht genau das von Chefkoch jetzt gewesen. Ein paar Sachen hatte ich auch gar nicht da, aber schmeckt trotzdem wieder eins. Deswegen schreibt es euch mal genau so, wie ich es zubereitet habe. Was ist das für ein Fleisch? Like Chicken. Das war halt auch schon gewürzt. Es gibt eine 10 von 10. Ehrlich? Ja, ist ja gut. Vor allem für so, also Indisch ist ja nicht 100% mein Ding. Dafür ist das schon echt gut. Okay. Wir starten jetzt eine kleine Flammkuchenparty, die es wirklich in sich hat. Wir waren nämlich tatsächlich noch spazieren. Wir haben es noch geschafft. Wir waren jetzt noch ein Stündchen spazieren. Und dann haben wir noch auf dem Rückweg Flammkuchen eingekauft, weil wir da irgendwie so Bock hatten. Deswegen mache ich den jetzt, der geht ja super schnell. Und den, ja, mag ich jetzt mit Birne, Feige, Ziegenkäse und Bacon machen. Weil Bacon hatte ich letztens auch mit einer Freundin auf dem Flammkuchen gemacht. Und das war so eine geile Kombi, so mit Feige, Birne und dann wieder was Salziges, Baconhaftiges. Zu dann diesen Ziegenkäse, der ist ja wie gesagt nicht zu doll, ganz gut für den Arne. Aber ich muss echt sagen, ich fand den anderen besser. Also ich würde mir den tatsächlich, wie gesagt, nicht nochmal holen. Wer es so ein bisschen leichter mag, wie jetzt Arne, dass es nicht so intensiv schmeckt, dann holt euch den. Der ist auch ein bisschen günstiger. Aber ich finde, wenn man schon Ziegenkäse will, dann aber richtig. Ja, das dazu. Und ich hatte übrigens vorhin, ich war aber so im Schneiderausch. Ich habe das, und ich hatte ja auch die SD-Karte im Laptop, deswegen konnte ich nicht zeigen. Ich hatte noch heute Mittag nach dem Essen eine Kaki, hier so Pralini-Bites. Die waren auch echt ganz nice. Die sind neu. Und meine allerliebsten Energy Balls, Salted Hazelnut. Und da ist gerade was runtergefallen. Und jetzt geht die Party los. Ich höre dabei jetzt noch Podcast und
ja, das ist unser Samstagabend. Wieder sehr gemütlich, aber irgendwie, ich liebe den Omi-Lifestyle. Ich find's ganz toll. This is the look. Lass mal uns halt schmecken. Ich freue mich. Yay. Jetzt gibt's noch Schokoprezelbällchen. Und wir gucken wieder Lupin. Das ist gerade unser Abendritual.